Hallöchen, Leute! Heute bin ich im Crema und zwar nicht allein, sondern Nina ist auch dabei, meine Hallo. Freundin. Und ich nehme euch heute jetzt mal den ganzen Tag mit. Es ist nämlich Freitag und wir sind heute gerade bei Crema und wir machen jetzt was richtig Witziges. Und zwar sag ich jetzt Nina, was ich gerne haben würde und sie sagt mir, was sie gerne haben würde. Und dann gehen wir auf Tour und ich suche was für Nina und Nina sucht was für mich. Ich würde sagen, wir sagen jetzt erstmal, was wir so gerne haben würden. So, also Leute, ich fange jetzt an, das ihr zu sagen und genau. Oh Gott, ich muss mir das alles merken. Ja, also ich fände so eine Schabracke cool, irgendwie. Okay. Wahrscheinlich kann springen. Ja, wäre schon cool. Dann fände ich noch irgendwie, vielleicht irgendwie noch so, lasst mich kurz überlegen. Irgendwie fände ich dann auch noch so ein Halfter cool. Ja, für Cherie oder. Ja, ja. Und ich würde mich halt auch, wie gesagt, schon mega über eine Schabracke springen. Und die kann halt in jeder Farbe sein, aber halt jetzt nicht irgendwie in einer Farbe, die mir so gar nicht gefällt, aber sie weiß ja, was für Farben mir gefallen und was nicht. Und ich sage ihr jetzt nochmal ein paar Sachen und werde jetzt erstmal ausmachen, weil mir fällt gerade nichts ein. So Leute, wir teilen uns jetzt gleich auf. Ich hole nur noch Decken zum Rüberdecken, dass, weil wir aneinander vorbeigehen, nicht sehen, was im Korb ist. Ich werde die jetzt noch schnell holen und dann teilen wir uns auf und dann werdet ihr ein paar Abschnitte noch sehen. So Leute, jetzt mal ein kleines Update. Und zwar habe ich jetzt mal hier schon eine Schabracke drin. Die fanden Nadine, also Ninas Mama und Nina, total schön. Und ich dachte, ich tue denen jetzt mal einen Gefallen und packe die gleich mal rein. Und ich hoffe, sie freuen sich drüber. Und jetzt suche ich gerade weiter und genau, werde erstmal weitersuchen. So Leute, jetzt gibt es noch mal ein kleines Update. Und zwar habe ich bis jetzt, ich werde mal die Decke rausnehmen, diese Schabracke, diese tolle. Ich muss aufpassen, dass Nina mich nicht sieht, deswegen bin ich auch hier. Einmal eine Weste und noch so ein Halfter und ein Strick. Und noch so Minengummis, die sind mega, mega schön. Und genau, dann werde ich jetzt erstmal noch gucken, ob ich noch was finde. Und dann sehen wir uns wieder. Leute, wir haben gerade voll vergessen zu filmen. Tut mir super leid. Aber auf jeden Fall hat Nina sich riesig über die ganzen Sachen gefreut. Hier seht ihr die ganzen nochmal. Und sie lächelt immer noch total. wir werden jetzt erstmal weitermachen mit meinen Sachen, weil ich habe noch keine bekommen. Und genau, ich freue mich schon mega. Leute, es geht jetzt los. Ich bin aufgeregt. Ja, ich fange auch mit dem Kleinsten an. Also, es fehlen noch ein paar Sachen halt. Okay, was denkst du, was ist? Keine Ahnung, mach irgendwas Geräusche, wenn es gibt. Keine Ahnung. Ja. Oh, cool, Leute, guck mal, ein Strick. Der ist mega, mega hübsch. Sieht man nicht so gut. Ja, ich weiß. Egal. Auf jeden Fall ist der mega, mega hübsch. Oh, ich finde den so cool. Mega. Das ist bei meiner Tatisen auch so. Ja, das ist voll witzig. Oh mein Gott, Leute, guckt euch diese tolle Schabracke. Die wirkt in diesem Licht gerade nicht so schön, aber sie ist. Obwohl, sie wirkt sehr schön. Aber sie ist halt nicht so lila, sie ist halt so pink. Warte, ja, jetzt sieht man. Okay. Ja, ja. Jetzt ist super. Ich finde das mega cool. Okay, aber ich würde eigentlich lieber für mich die andere Decke nehmen, weil das passt halt jetzt andere Decke. Müssen wir mal gleich nicht mehr. Mehr auch nicht. Ich brauche noch Strick. Ich brauche noch Halfter. Danke schön. Wir sehen uns gleich wieder. Wir suchen jetzt noch ein bisschen weiter. So Leute, wir sind hier gerade in der Umkleidekabine und ich habe das ausgerechnet. Das kostet so um die 100 Euro. Und wir müssen jetzt noch das ausrechnen. Das ist meins und das ist ihrs. Wir haben das jetzt nochmal gewechselt, weil sie fand das davor nicht so schön. Ja. Und jetzt haben wir das einfach genommen. Das werden wir jetzt noch einmal sehen und dann werden wir gucken, wie viel das kostet und euch das auch natürlich sagen. Und sie macht aber so. So Leute, wir sind gerade hier im Auto und hier ist Luna, mein Schlafhund, weil ich schlafe ja noch bei Nina. Kann man nicht hier die Zimmer irgendwie auswählen? Ja.
Wow. Okay, ja, hier sind die Sachen, die wir jetzt gekauft haben. Ich habe das ja vorhin ja, euch gezeigt. Und Nina hat halt noch ein bisschen mehr, aber sie hat jetzt hier nur die Highlights. Also die Schabracke, die mega schön ist. Also wirklich super Kollektion. Das Halfter ist auch mega schön. Also ja. Ich finde halt wirklich... Und der Strick... aber die Gummis hast du jetzt nicht, ne? Nee, die Gummis nicht. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall dann halt noch dieser Strick und die Gummis halt. Die Gummis zu dem Set? Nee. Okay, sag mir schon. Ja, genau. Wir fahren jetzt noch Bubble Tea trinken und wir probieren mal. Ach, ey, dieser Hund. Und wir nehmen, probieren heute Limettentee. Erdbeertee mit. Oh Mann, ey, ich bin so. Erdbeer mit Limette. Also Erdbeertee mit Limettenbubbles. Ja, genau. Zeigen wir euch dann. Genau, auf ihrem Kanal wird auch noch was kommen. Also, ja. Falls ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht wisst, was sie für mich jetzt genau gekauft hat oder so. Ja. Seht ihr auf ihrem Kanal, ich blende ihn ein. Wow, vielleicht hat sie ja schwarzes Käppi. Ich weiß es nicht, weil sie gerade ein schwarzes Käppi auf hat. Naja, gut, wir sind hier gerade noch am Parkplatz und wir werden jetzt erstmal warten, bis wir beim Barbetti sind. Hey, Luna. So, Leute, wir haben jetzt Barbetti. Wir sind gerade im A10 Center und ja, lecker. Wir haben die Limettenbubbles mit Erdbeertee und es schmeckt übelst gut. Es schmeckt wirklich mega gut, also ich kann es nur empfehlen. Ja, wir warten gerade auf Nadine, also Ninas Mama, weil sie ist bei Kaufland da. Und ja, wir warten jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns. Was gucken wir mal. So Leute, wir sind jetzt hier bei Nina angekommen. Es geht uns gut und wir sind noch nicht gestorben, also alles gut. ja, wir waschen jetzt erstmal die Hände. Und da bin ich. Ja, sie hat immer noch ihren Barbie-Tierchen schon lange ausgedrückt. Und wir werden jetzt... Das ist Heidi-Bild. Und das ist das Heidi-Bild. Heidi sieht dann echt natürlich viel schöner aus. Aber ich sieht auch schöner aus. Ja, genau. Für mein erstes richtiges, richtig bearbeitetes und gutes Fernbild. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal Hände waschen und Abendbrot essen. Und genau, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Nina macht gerade den Eiswürfel kaputt. Ich bin sehr brutal. Okay, jetzt gehen wir essen. So, Leute. Ich bin jetzt hier oben in Ninas Zimmer. Es ist ein bisschen unordentlich. Aber ja, ich habe schon meine Sachen hochgebracht. Also Luna und meine Tasche. Und wir werden beide da schlafen. In diesem Bett. Und da kommt sie. Hi. Genau, wir werden das jetzt erstmal einrichten und dann... Ja, wir haben gerade halt Abendbrot gegessen und genau, dann sehen wir uns wieder. So, jetzt sei leise, ja? Hallo. Du hast mein Video reuniert oder wie? So, wir sind jetzt ins Bett gegangen. Was soll denn das? Also Leute, wir sind jetzt ins Bett gegangen und haben uns gerade noch mal ein paar YouTube-Videos von mir angeguckt. Und sie hat mein Handy runtergedrückt. Was macht sie immer? Und genau, wir liegen halt hier gerade zu zweit im Bett. Und das ist ihr. Ich zeig lieber nicht mehr. Das ist sehr unordentlich. Ja. Habt ihr ja vorhin schon gesehen im letzten Abschnitt. Und genau, wir schlafen. Sorry, Leute, mir ist das Handy runtergefallen. Es tut mir sehr leid. Und sie packet. Wiggling. Okay, Leute. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir aufwachen. Wege, wege, wege. Guten Morgen, Leute. Wir sind gerade aufgewacht. Es ist ziemlich früh. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie früh. Die Nacht war schön. Also, ich habe gut geschlafen. Und du? Ich auch. Ja, Nina hat auch gut geschlafen. Und ja, wir sind halt gerade aufgewacht. Ich war schon auf der Toilette bei Wilma und halt auf der Toilette, wie gesagt. Und
Nina lag die ganze Zeit im Bett und ja, wir werden jetzt erst nur noch ein bisschen im Bett liegen und ein bisschen Videos gucken und dann auch irgendwann aufstehen, frühstücken und so weiter. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir haben uns jetzt angezogen und haben gefrühstückt. Genau, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Stall, weil wir dann dahin fahren halt. Und dann werde ich euch noch ein bisschen im Stall wieder mitnehmen und genau. So Leute, wir liegen hier gerade auf der Couch, da ist Nina. Sie regt sich nicht mehr. Und da ist Billy. Ich bin tot. Deswegen hast du ja auch gerade was gesagt. Ja. Super, realistisch. Wilma! 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 Wenn sie nicht möchte. Okay, Wilma ist mit was anderem konzentriert. Wilma! Nee, die will ich. Auf jeden Fall liegen wir halt hier gerade auf der Couch und mir ist eingefallen, also mein... Oh, ich habe mich bewegt. Oh mein Gott, ein Fuß! Auf jeden Fall habe ich gerade meine Mama gefragt, beziehungsweise meine Freundin hat mich gefragt, ob ich heute noch zu Crema fahre. Und da ich gestern ja schon da war, habe ich ihr gesagt, eigentlich ist es unlogisch, was ich jetzt sage. Naja, egal. Also auf jeden Fall fahren wir wahrscheinlich nochmal hin. Und aber ich werde euch jetzt da nicht großartig mitnehmen, weil ihr wart ja gestern schon mit. Ich werde euch dann nochmal zeigen, was ich mir noch so besorgt habe und was meine Freundin sich noch besorgt hat. Also es ist jetzt nicht Nina, es ist meine Freundin halt. Die andere. Ja, die andere. Und genau, ja, dann sehen wir uns wieder. So Leute, ich bin jetzt hier schon zu Hause. Und zwar habe ich voll vergessen, das Ende zu drehen. Deswegen ist jetzt auch schon nächster Tag, der Montag. Und ich war in der Schule. Und übrigens, ich werde euch jetzt erstmal nicht zeigen, was ich mir so gekauft habe, weil ihr das im Laufe der ganzen Videos, die ich noch drehen werde, und so auch mitbekommen werdet. Genau, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da, da würde ich mich wieder super doll freuen. Und auch gerne einen Daumen nach oben. Genau, tschüssi!